AI, also künstliche Intelligenz, ist momentan in aller Munde und krempelt auch so ziemlich jede Industrie Stück für Stück langsam um. Und das betrifft natürlich auch den 3D-Druck. Und wo wir aktuell stehen und wo die Reise hingeht, schauen wir uns heute in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und wie ihr sehen könnt, ich habe schon mal das ein oder andere Konzept ausprobiert und von künstlicher Intelligenz generierte 3D-Objekte runtergeladen und entsprechend ausgedruckt. Und wir werden uns mal heute Stück für Stück angucken, welche Technologie denn wie weit ist und wie weit sie uns helfen könnte, unabhängig von unseren Kenntnissen für CAD-Programme 3D-Objekte zu erstellen. Den Anfang machen wir mit diesem kleinen Würfel hier. Und das Programm, mit dem ich das erstellt habe, beziehungsweise die künstliche Intelligenz, mit dem ich den erstellt hatte, müsste eigentlich jeder kennen, der nicht in den letzten Monaten unter einem Stein gelebt hat, nämlich ChatGPT. Das ist die künstliche Intelligenz, beziehungsweise das Chatprogramm mithilfe von künstlicher Intelligenz, was OpenAI momentan zur Verfügung stellt. Noch ist das Ganze kostenlos, es gibt aber auch schon eine bezahlte Version. Und da hat man die Möglichkeit, sich auch sehr simple geometrische Objekte wie zum Beispiel diesen Würfel hier mit Hilfe einer Konsoleneingabe generieren zu lassen. Ich habe jetzt hier in diesem Falle einfach ChatGPT gesagt, okay, erstell mir doch mal bitte einen Würfel auf Basis einer ASCII-STL-Datei mit einer Kantenlänge von 10 mm. Und dieses Objekt ist hier herausgepurzelt. Das geschulte Auge wird jetzt erkennen, okay, Maggie, das sind aber keine 10 mm. Habt ihr recht, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die Buchstaben sind natürlich auch nicht drin, die habe ich im Prusa Slicer später nachgefertigt. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. ChatGPT hat mir dann erstmal nur den reinen Code ausgespuckt als Antwort. Am Anfang, als ich das erste Mal ausprobiert habe, war es noch so ein bisschen zickig und gemeint, ey, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich mache es trotzdem, weil ich dich so gerne habe, und hat mir dann einen Code ausgespuckt. Und diesen Code habe ich einfach nur dann kopiert in einem Texteditor, wie bei mir Visual Studio Code, dann entsprechend eingefügt, das Ganze als STL-Datei abgespeichert, und ich konnte das Ganze schon in Prusa Slicer oder in meinem Slicer meiner Wahl entsprechend einfügen. Ich habe mich jetzt hier für den Prusa Slicer entschieden, für die Alpha-Variante mit dem Tree Support, ganz einfach, weil ich dort auch nochmal entsprechend Text hinzufügen kann. Und den habe ich dann hier auf der X, Y und Z-Achse entsprechend hinzugefügt, habe gesagt, okay, er soll das Ganze subtrahieren. Und man sieht, ich habe hier einen Testwürfel, den ich einfach drucken kann, um zu gucken, ob mein Drucker dann richtig funktioniert. Er ist nicht ganz perfekt. Die Maße stimmen auch nicht, habe ich ja schon gesagt, entsprechend. Die 10 mm hat er deutlich überschritten mit 27 mm entsprechend, wo ich sage, okay, das muss man dann nochmal später im Slicer runterskalieren. Aber für den Anfang, für ein simples geometrisches Objekt, ist das schon mal ziemlich beeindruckend. Allerdings muss ich sagen, wenn es dann schon in Richtung komplexere Objekte geht, müsste man sich entweder ewig lange Kommandozeilen ausdenken oder ChatGPT ist einfach und sagt, nee, geht einfach nicht. Also das heißt also, mehr als sowas ist momentan mit ChatGPT nicht möglich. Vielleicht wird da in Zukunft mit der Version 5, 6, 7 irgendwann mal auch die Möglichkeit kommen, dass wir ihm sagt, okay, pass auf, erstell mir doch mal einfach bitte so ein Makobot, ne? Gibt ihm eine Zeichnung vor und lässt das daraus erstellen. Wer jetzt sagt, okay, Maggie, das ist ganz gut und schön, das ist nur eine Spielerei. Ja, so ein Testcube, den können wir mittlerweile auf Thingiverse runterladen. Dem empfehle ich mal das Tool Sloyd. Und Sloyd hat mir etwas, naja, generiert bzw. umgebaut. Denn es gibt ein paar vorgefertigte Objekte auf Sloyd, die man sich entsprechend anschauen kann, die man dann entsprechend in seinen Workspace reinziehen kann. Und diese Objekte kann man mit Hilfe von AI dann neu generieren lassen, indem man sagt, okay, ich hätte jetzt hier nicht gerne einen X-Wing, sondern ich hätte hier ganz einfach nur ein paar Finnen gerne dran. Oder ich möchte das Cockpit ein bisschen eckiger machen oder sonst was in der Richtung. Und die künstliche Intelligenz von Sloyd geht dann hin und ändert das Ganze dann so ab, dass es am Schluss dann so aussieht, wie das, was ich jetzt hier jetzt gebaut habe. Das habe ich in zwei Teilen gedruckt. Das habe ich erst ganz klein gedruckt, wie das hier. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist dann doch so ein bisschen fragil, dass es halt, naja, schwer zu drucken ist und dass dann der Tree Support dann doch irgendwann an seine Grenzen kommt. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich drucke es nochmal eine Nummer größer. Und das ist hierbei rumgekommen. Und ich finde das Ergebnis schon ganz cool. Der einzige Nachteil dabei ist halt wirklich, dass man wirklich nur vorgefertigte Objekte momentan nutzen kann. Vielleicht wird da in naher Zukunft dann nochmal irgendwas kommen, dass man sagt, man hat eine Zeichnung oder man gibt über die Kommandozeile irgendwas ein, wie es bei unserem nächsten Tool der Fall sein wird. Aber aktuell ist es momentan noch auf die vorgegebenen Objekte beschränkt und das finde ich noch ein bisschen schade, aber es zeigt schon mal, wo es hingehen kann.
Apropos nächstes Tool, wo man Eingaben tätigen kann, um dann wirklich was rauszubekommen an Bildern oder an 3D-Objekten. Da habe ich mir mal, wer meine Livestreams verfolgt hat, in letzter Zeit ein bisschen die Mühe gemacht und habe mir über Midjourney schon mal das ein oder andere generieren lassen an Bildern, was ich dann später gerne als 3D-Objekt nachbauen möchte. In diesem Fall sind das erstmal die ersten Prototypen für ein Lichtschwert. Ich habe also Midjourney einfach gesagt, okay, ich hätte gerne ein Lichtschwert für einen Sith von der und der Rasse in den und den Farben und das soll so und so lang sein vom Griff her, der Griff soll so einen Durchmesser haben. Und Midjourney hat mir dann entsprechend aus diesen Eingaben, aus dieser Prompt, die ich da eingegeben habe, entsprechend Bilder rausgeneriert, die ich mir speichern konnte und die ich dann auch mit euch zusammen im Livestream damals dann in solch ein Objekt umgesetzt habe. Da habe ich noch ein zweites, wo ich gerade Testdrucke am machen bin, damit ich weiß, wie gut ich das Gewinde in SLA drucken kann. Ihr seht schon, das ist alles noch im Prototypenstadium, wo ich demnächst auch wieder weiter basteln werde. Aber ich habe mittlerweile es hinbekommen, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie ich das Gewinde drucken kann und damit habe ich halt entsprechend schon mal die Basis geschaffen, um das Lichtschwert weiterzubauen. Ich werde auch dann entsprechend, wie heißt es, mit diesen Werten dann nochmal ein neues parametrisches Modell aufsetzen, sodass wir dann aus den Bildern, die ich mit Midjourney generiert habe, Stück für Stück auch wirklich 3D-Objekte generieren können, die ich euch dann entsprechend bereitstelle. By the way, die Kommandos, mit denen ich bei Midjourney gearbeitet habe oder auch bei ChatGPT und Co. und die ganzen Links packe ich euch nochmal gesondert in einem Beitrag auf Patreon zusammen. Das heißt also, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Ganze dann nochmal nachlesen. Das werde ich auch öffentlich machen, also ist nicht für die bezahlten Mitglieder. Die Modelle, die ich hier habe, werde ich dann alle entsprechend auch dort bereitstellen. Und damit machen wir mal weiter und gehen mal in die Richtung Monster Mash Zone. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das hört sich aber nicht an wie ein AI-Tool, dann liegt ihr richtig. Es ist aber in der Tat schon ziemlich cool, was die machen. Die haben nämlich einfach nur eine 2D-Zeichnung von mir bekommen in diesem Falle hier. Und genauer gesagt, den Makobot. Und ich habe den dann mal grob mit der Maus einfach umrissen und habe gesagt, okay, mach mir da draußen ein 3D-Objekt. Und das ist quasi, naja, das ist das Resultat. Die nehmen also quasi ein 2D-Image, was man dann als Vorlage nimmt. Man paust das Ganze ab und baut das Ganze dann in 3D-Form nach. Ich hätte es können hingehen, könnte die Augen, das Display und alles drum und dran, vorne den Kopf und sowas noch können einfügen und sagen, okay, pass auf, das ist jetzt ein separates Objekt und bla bla bla. Dann hätte er mir das noch auch noch hervorgestellt und alles. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz in die Richtung, wo ich sage, okay, da müssen wir hin. Das ist nämlich eine Bilderkennung mit anschließender 3D-Objekterstellung. Also genau das, was auch Laien brauchen, die sich jetzt nicht unbedingt mit Fusion 360 auskennen, sondern die einfach sagen, okay, ich habe hier eine Skizze oder einen Scribble halt entsprechend und ich möchte das entsprechend in 3D umgesetzt bekommen. Oder vielleicht, wie wir mit dem einen Modell, was wir entsprechend für den Playclue haben entwickeln lassen, Bleskin, das ist unsere kleine Tabletop-Figur, die wir dann erstmal in 2D haben zeichnen lassen von einem Zeichner und dann die 2D-Figur dann haben modellieren lassen. Das Modellieren kostet natürlich ewig viel Zeit, bis man das Ganze abgestimmt hat mit einem Designer, der extra noch bezahlt werden muss. Und mit Hilfe von so einem AI-Tool kann man natürlich sagen, okay, man hat ein kleines Budget, man lässt das Ganze von der AI entsprechend umsetzen und hat dann am Schluss ein 3D-Objekt, was man vielleicht noch in Blender und Co. dann entsprechend nachbearbeiten kann, um dann die Kosten wirklich runterzufahren. Dann gibt es noch zwei Tools, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, wo ich leider nichts zum Drucken bisher habe. Das eine ist Kadim, das ist eine Online-Plattform, eigentlich erstellt für Game-Designer, die sagen, okay, wir haben hier von unserem Konzeptzeichner Zeichnungen und aus diesen Zeichnungen aus verschiedenen Perspektiven können wir 3D-Objekte zeichnen lassen. Also ähnlich das, wie Monster Mash Zone das Ganze macht. Und ich habe die Jungs angefragt, weil in der kostenlosen Testversion momentan die CPU-Kapazitäten komplett ausgereizt sind und habe angefragt, ob sie dann zumindest mal das Modell von dem einen kleinen Wikinger eventuell für das Video bereitstellen können. Und die Antwort war, ja, da musst du dafür aber den $150-Plan kaufen. Und ich habe dann dankend abgelehnt und gesagt, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber grob geht das in die Richtung, wie wir das ungefähr brauchen. Ein weiterer Ansatz kommt von der Firma Hypergenic aus München. Die erstellen mit Hilfe von Algorithmen und 2D-Bildern dann auch 3D-generierte Objekte. Das bedeutet, die haben in ihrem Video oder auf ihrer Webseite entsprechend
Beispiele gezeigt, wo zum Beispiel aus Illustrator 2D-Shapes generiert werden und dann daraus 3D-Modelle erstellt werden, die dann später im Spritzgussverfahren dann hergestellt werden können. Also sprich, in dem konkreten Fall war es ein Schuh. Die haben aber auch schon Beispiele gezeigt, wo es möglich ist, zum Beispiel über bestimmte Algorithmen organisch generierte Raketendüsen zu erstellen in 3D und die dann später im Metall zu drucken. Das ist natürlich auch eine geniale Möglichkeit, um dort Zeit zu sparen. Selbst gibt es der Hersteller das an mit einer Ersparnis von wirklich Monaten, wo man sagt, okay, im Beispiel des Schuhs, dass man statt von 9 bis 12 Monaten jetzt auf einmal nur noch ein paar Tage braucht, um wirklich so ein 3D-Objekt zu erstellen und daraus dann eine Spritzgussform zu machen. Das ist schon ziemlich beeindruckend und es bleibt nur noch abzuwarten, wann diese Technologien sich denn weiter nach unten durchsetzen werden, dass man also auch für den kleinen Geldbeutel sowas bereitstellen kann. Sprich, man hat einen Brewster-Slicer und hat da drin eine Funktion, dass man direkt über ChatGPT irgendwelche 3D-Modelle generieren kann, um sie dann später 3D zu drucken. Und in diesem Sinne hat euch hoffentlich das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.